Ich gebe viel zu viel Geld für Lebensmittel aus. Dabei kaufe ich eigentlich dasselbe wie vor 2 Jahren. Nur die Preise sind extrem gestiegen. Ich bin aber gern jemand, der einmal in der Woche einkaufen geht, so wie viele von euch, würde ich annehmen. Persönlich habe ich aber nie auf das Geld geachtet, das beim Einkaufen ausgegeben wird. Ich achte eher auf die Qualität der Produkte. Doch immer mehr scheint sich mein wöchentlicher Einkauf sich auf mein Konto auszuwirken. Ich weiß, durch die Inflation wurden die Preise angepasst. Jedoch kann dies erst der Anfang sein. Der Anfang einer Welle, die vielleicht nicht mehr aufzuhalten ist. Okay, ich habe eine Woche lang für dieses Video recherchiert und ich kann es kaum erwarten, damit loszulegen. Also legen wir los. Der Klimawandel und insbesondere die steigenden Temperaturen könnten die Lebensmittelpreise um 3,2% pro Jahr steigen lassen. Das behauptet eine neue Studie von Forschern aus Deutschland. Doch wie hängen diese Dinge eigentlich zusammen und was steckt wirklich hinter der Behauptung? Da sich der Klimawandel weiter verschärft, wird diese Preisinflation dazu führen, dass immer mehr Menschen auf der Welt sich nicht abwechslungsreich und gesund ernähren können oder einfach nicht genug zu essen haben. Die Auswirkung wird weltweit zu spüren sein, in Ländern mit hohen und niedrigen Einkommen gleichermaßen, aber nirgendwo so sehr wie im globalen Süden. Wie bei verschiedenen anderen Folgen des Klimawandels wird Afrika am stärksten betroffen sein, obwohl es nur wenig zu dessen Ursachen beiträgt. Und wenn ich auch nur einen Kommentar von einem Klimaleugner sehe, komme ich persönlich vorbei mit meinen Katzen und verkloppe euch. Keine Warnung, ein Versprechen. Die von den Forschern durchgeführten Untersuchungen zur Lebensmittelsicherheit in Ghana in Westafrika geben einen Eindruck davon, was Preisinflation in der Praxis bedeuten könnte. Lass uns also die Wissenschaft ein bisschen dahinter verstehen. Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen beschreibt Westafrika als einen Hotspot des Klimawandels, wobei Modelle einen extremen Temperatureinstieg und geringere Niederschläge vorhersagen. Da mehr als die Hälfte der Bevölkerung direkt von der Regenfeldwirtschaft abhängig ist, ist Ghana besonders anfällig für den Klimawandel. Die Forscher haben kürzlich eine Studie in Mion, einem ländlichen Bezirk im Norden des Landes, durchgeführt. Sie sprachen mit fast 400 Menschen und jeder einzelne von ihnen sagte ihnen, dass sie in den letzten 12 Monaten ein gewisses Maß an Ernährungsunsicherheit erlebt hätten. Dies bezeichnet eine Situation, in der Menschen keinen zuverlässigen Zugang zu einer ausreichenden Menge an erschwinglichen, nahrhaften Lebensmitteln haben. Die Unsicherheit betrifft vor allem Haushalte, die sich entweder qualitativ hochwertige Nahrungsmittel nicht leisten können oder in Gebieten leben, wo solche Lebensmittel schwer erschwinglich sind. Und etwa 99% von den 400 Menschen, die befragt wurden, gaben an, dass der Klimawandel zumindest teilweise daran schuld sei. Darüber hinaus waren 62% von mäßiger oder schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen, 26% sogar von schwerer Ernährungsunsicherheit. Es gab also manchmal tagelang überhaupt nichts zu essen. Diese Prozentsätze liegen weit unter dem ghanianischen Durchschnitt, sind aber vergleichbar mit einigen der ärmsten Länder Westafrikas wie Togo oder Burkina Faso. Die Forscher führen auch eine ähnliche Studie unter Flüchtlingen aus dem benachbarten Burkina Faso durch, die über die Grenze der Upper East Region Ghanas geflohen waren. Doch hier waren 100% von Ernährungsunsicherheiten betroffen. Und Mion leidet nicht plötzlich unter einer Hungersnot und es ist nichts Ungewöhnliches geschehen, das diese Ernährungsunsicherheit verursacht hätte. Die Situation wird als normales Phänomen betrachtet, das auf die Auswirkungen des Klimawandels zurückzuführen ist. Und die klimabedingte Nahrungsinflation lässt sich in 2 miteinander verknüpften Probleme aufgliedern. Das erste Problem besteht darin, dass die gleichen Auswirkungen des Klimawandels, die die Inflation verursachen, bereits Beschaffung von Lebensmitteln erschweren. Höhere Temperaturen können beispielsweise dazu führen, dass sich die seit langem etablierten und vorhersehbaren landwirtschaftlichen Jahreszeiten verschieben, was die Ernteproduktion sehr beeinträchtigen kann. Was wiederum Folgendes bedeutet: einen früheren Beginn von Frühling oder Sommer. Die Temperaturen steigen schneller als gewöhnlich, was dazu führt, dass die Vegetationsperiode früher beginnt. Während dies auf den ersten Blick eigentlich echt positiv erscheint, kann es zu einem Missverhältnis zwischen den Wachstumsphasen der Pflanzen und der Lebenszyklen ihrer Bestäuber oder der Verfügbarkeit von Wasser führen. Und verlängerte Trocken- oder Regenzeiten, da ist die Dauer oder die Intensität von Trocken- oder Regenperioden
sehr variabel, was wiederum landwirtschaftliche Praktiken beeinflusst. Beispielsweise kann eine verlängerte Trockenperiode Wasserknappheit verursachen, während eine verlängerte Regenperiode zu Überschwemmungen führen kann. Und beide diese Optionen beeinträchtigen natürlich die Landwirtschaft. Zudem, wenn der Winter sehr spät kommt oder auch milde ausfällt, kann dies den Schädlingsbefall erhöhen, da weniger Schädlinge durch die Kälte getötet werden. Dies kann auch die Ruhephase von Pflanzen stören, die für ihre Gesundheit und Produktivität in der nächsten Saison wichtig ist. Die vermehrten Ausbrüche von Schädlingen können zu Krankheiten führen, die den Viehbestand und die Nahrungsmittelreserven aufbrauchen, sowie Hitzestress auf den ohnehin schon schlechten Straßen, der den Zugang zu ländlichen Gemeinden erschwert. All diese Faktoren treiben die Preise in die Höhe und verringern die Kaufkraft von betroffenen Haushalten. Die Triebkräfte der Lebensmittelinflation verschärfen bereits die Ernährungsunsicherheit, was uns zum zweiten Teil dieses Problems führt. Der Anstieg der Inflation selbst. Ein jährlicher Preisanstieg von 3% würde bedeuten, dass die Haushalte weniger in der Lage sind, das zu kaufen, was sie tatsächlich brauchen. Man müsste wahrscheinlich Kompromisse bei der Qualität oder vielleicht sogar der kulturell wichtigen Lebensmittel eingehen. Dies wiederum macht die Menschen anfälliger für Krankheiten und für andere gesundheitliche Probleme. Unterernährung ist weltweit die Hauptursache für Immunschwäche. Und in Ghana haben die Forscher festgestellt, dass diejenigen, die mehr über den Klimawandel wussten, sich eher sicher ernähren konnten. Und das, obwohl nur wenige Menschen über eine formelle Bildung verfügen. Dies ist tatsächlich ein Beweis dafür, dass sich die betroffenen Bevölkerungsgruppen der sich ändernden Temperaturen und der Unvorhersehbarkeit des Klimas sehr bewusst sind und möglicherweise proaktive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen. Diejenigen, die keine Schulbildung haben, sind eher in klimasensiblen Berufen wie der Landwirtschaft tätig und somit unmittelbar betroffen. Eine Lösung könnte also sein, dass man die Menschen über den Klimawandel aufklärt. Man könnte ihnen eine gewisse Anpassungsfähigkeit vermitteln und damit die Ernährungssicherheit erhöhen. Und wie würde sich das Problem vielleicht auf uns auswirken? Wie bereits erwähnt, gehe ich jede Woche einkaufen und ich gebe im Schnitt 70 Euro für den Einkauf aus. Wie würde sich mein Einkauf in den nächsten Jahren verändern? Nun, basierend auf der Annahme einer jährlichen Preissteigerung von 3,2%, könnten meine wöchentlichen Einkaufsausgaben im Jahr 2035 auf etwa 99 Euro ansteigen. Das bedeutet, dass sich meine Kosten für die gleiche Menge und Qualität von Lebensmitteln im Vergleich zu heute um fast 30 Euro pro Woche erhöhen werden. Und ich lebe alleine mit zwei Katzen. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit realistischen wöchentlichen Ausgabenbeträgen von 150 Euro für Lebensmittel könnten die jährlichen Kosten bis 2035 auf rund 11.030 Euro ansteigen. Das bedeutet, dass sich die jährlichen Ausgaben im Vergleich zu heute um etwa 3.230 Euro erhöhen werden. Das ist nicht wenig. Doch Klimaveränderungen sind für die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen ein Multiplikator des Hungerrisikos. Vor diesem Hintergrund haben 134 Länder auf der COP28 eine Erklärung unterzeichnet, in der sie sich verpflichten, die Nahrungsmittelsysteme in ihre Klimaschutzmaßnahmen einzubeziehen, um sicherzustellen, dass angesichts des Klimawandels alle Menschen genug zu essen haben. Die Forscher, die hinter der neuen Studie stehen, schlagen vor, dass eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen die Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder Weltwirtschaft begrenzen könnte. Sie schlagen vor, dass die Diversifizierung der Wirtschaft, also die wirtschaftliche Abhängigkeit eines Landes oder einer Region von einer einzelnen Industrie oder einem begrenzten Spektrum von Produkten oder Dienstleistungen zu reduzieren ist. Und das könnte einen gewissen Schutz für die Gemeinschaften bieten, die sowohl für ihre Ernährung als auch für ihr Einkommen auf die Landwirtschaft angewiesen sind. Ein Eingreifen der Regierung könnte tatsächlich auch finanziellen Schutz und Ernährungshilfe für diejenigen gewährleisten, die aufgrund von Inflation und eingeschränktem Zugang zu Lebensmitteln Gefahr laufen, im Armutskreislauf gefangen zu werden. Wie ernst wird also die Sache noch? Nun verdammt ernst, wenn ihr mich fragt. Aber ja, mal zu einem anderen Thema. Schulen werden gezwungen, in den Staaten am 8. April geschlossen zu bleiben. Leute werden dazu aufgefordert, Noteinkäufe zu machen und sich nicht auf den Straßen zu bewegen. Was der Grund für die Notfallwarnungen in den USA sein könnte, das erfährst du hier.